Okay, warte, guck mal. Das hier ist unsere Skill-Tabelle. Hier können wir ganz viel freischalten in Zukunft, okay? Skilltree. Ja. Ja, Da, ja, du siehst, Grinder-Game schon mal. Das gefällt dir ja immer. Dann ja. hier, Ja, das können ist wir klar. unsere Ladenerweiterung holen. Das Gelbe ist unser Laden. Das Blaue ist unser Lager. Und das Lilane, keine Ahnung. Ah, perfekt. Weiß keiner. In der Zeit baue ich schon mal Hier? Kasse. Wie viel Einfach aus denkst du? das. Einfach alles reinmachen oder? Alles zweimal so circa. Schon letzte. Oh, okay, 30 Pasta-Ding. Ja, okay, da, okay. Ich check. Ein bisschen viel, was da rumkommt. Okay, das sind jetzt 500 Euro. Ja, genau. 500 Dollar. Kurven. Ich muss die Sounds ein bisschen lauter stellen. Oh, nicht Hauptmenü. Sound Effects. So, und jetzt, guck mal, Digga, das ist nicht mehr. jetzt können wir uns entscheiden. Ja. Willst du die Leute mit dem Besen zusammenprügeln und uns die Dinge wieder zurückholen? Oder willst du an der Kasse stehen und die Leute abkassieren? Ich bleib mal an der Kasse. Okay. In Bitte dem keine Fehler. Kästchen. Weil Fehler machen das teuer. So, jetzt Oh, müssen ach, wir. Genau, nimm das. Komm mal damit in den Laden. Jetzt kannst du die Regale ein. Okay, jetzt siehst du hier, open. Und jetzt geht ein Tag von 9 bis 22:30 Uhr. Nee, von 8 bis 22:30 Uhr. Ja, okay, das ist der erste Kunde. Jetzt geh an die Kasse. Jetzt wird er Was soll ich gleich. Entweder er wird gleich klauen, dann verprügle ich ihn. Oder er kommt genau zu dir. Jetzt musst du machen? Ja. vom Band alles abnehmen. Guck mal, hier an der Seite. Aua, du hast mich weggeglitscht. Ja. Alles. Und jetzt ist da entweder eine Karte oder Bargeld und dann musst du den richtigen Ja. Betrag eingeben. Es laggt, okay. Wie schnell. Sehr nett von dir. Jetzt verpiss dich. So, währenddessen kümmere ich mich mal um unseren Marktnamen. Und so. Ups. Egal. Oh, Digga, okay, sorry. Digga, okay, chill. Zustände die nicht. So, jetzt in Cash und jetzt soll ich hier Okay. in 10er und 25 Cent. Okay, ich check. Ah. Wenn du zu viel mit Linksklick kannst du das dann auch rückgängig machen. Mit Rechtsklick oder nicht? Ja, nee, warte. Keine Ahnung. Eins von beiden. Also Linksklick, jetzt füge ich das hinzu. Ja, gut, dann Rechtsklick, um es wieder wegzutun. Ich mache das Okay. inzwischen so aus Gefühl und daher weiß ich gar nicht mehr, welche Tasten ich so als drücke. Willst du mir noch mal einen Cent Trinkgeld geben? Ne? No? Okay, dann nicht. Du darfst die Schlange halt nicht aufhalten, sonst wird geklaut. Achso, sonst klauen die einfach. Okay, chillig. Ja, und dann muss ich die halt vermöbeln, dass die halt nicht klauen. Der will 38 von dir und du hast ihm 11,10 Euro Oh, gegeben. dieser.
Digga, geh dich umbringen. Ey, aber es hat noch keiner geklaut, soweit ich es gesehen habe. Habe ich auch noch nicht gesehen, von daher. Gut, ich achte auch nicht drauf. Von daher. Wo ich schnell bin. Bamba. Okay. Also, ich finde die Okay. Sprüche, die sagen, immer ganz witzig. Hey. Polizei. Aua. Hört man die Hi. mal? Nee, nee, dann musst du lesen. Das ist Missbrauch. Polizei. Sorry, Herrgott. braucht immer ein bisschen länger, wenn ich das einstellen muss, okay? Herrgott, Herrgott. Digga, wenn ihr halt immer 50 Euro gebt, dann fickt euch doch. Okay, Frauen droppt man Stein. Nur das, was droppt er hier? Oh, schlag mich. Okay, ja. Das war too much. Nicht mehr, Digga, oder was hat der gerade gesagt? Er hat gesagt, Warum? schlag mich mehr, Baby. What the fuck? Okay, das hat ein Da, Junge er hier entwickelt. auch. Das hat ein Mann entwickelt. Ja. Schlag mich mehr, ey, schlag mich her, sagt er gar nicht. Die kaufen zwei Sachen und geben mir einen Fuffi. Digga, Ja, chill. Bro. Ich kenne das aber IRL von meinen Eltern. Das machen die auch immer. Ah, okay, Rechtsklick ist das, dass man. Denke ich, gebe ihm noch keine 40 Euro wieder. Okay, kenne ich halt nicht so von meinen Eltern. Ihr bezahlt nur mit Hunderter. Ja. 50er sind nur für Arme. Nee, wir bezahlen gar nicht mit Bargeld. Naja, ihr macht alles mit der American Black, ne? Tatsächlich, also mit tatsächlich mit einer American Express Card. Geil. Also halt for real. Also, das war halt kein Spaß. Ja. American Express habe ich zu viel Negatives gehört. Ist eigentlich ganz in Ordnung. Ja. Ich würde es mir auch irgendwann holen, aber. Oh, Scheiße. Das Ding ist, die Gebühren sind halt, na, Na, die gibt's ja Gebühren noch. finde ich gar nicht so schlimm. Ich finde die ganz okay sogar. Das ist das, was ich daran nicht so mag. Und Gut, aber ich zahle damit nicht. Ich es zahle ist auch halt nichts eine davon. Kreditkarte anstatt eine Debitkarte oder so. Das ist das Einzige, was ich negativ finde. Weil ich finde, mit einer Debitkarte kann man tausendmal besser mit Geld umgehen als mit einer Kredit. Finde ich auch. Ich stimme dazu. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come. Oh, der Seitdem. Tonic Müsli wird schon nicht mehr gefunden. Eieiei. Guck mal, ich habe fast keine Kunden mehr an der Kasse. Die Hurensohne. Das habe ich nicht gefunden, du Hurensohn. Ja, ich bin schon Boah, wieder nee. am. 5 Euro für ein 1-Euro-Ding, du Hurensohn. Mach schon eine Leidige Liste. Rechtsklick. Schade, dass ich nicht mit denen reden kann, dass die mich hören. Das wäre krass. Ich glaube, dann hätten wir nach einem Tag keine Kunden mehr. Scheiße. Oh, for real. Digga, der will 2 Cent zurück, Junge. Fick Junge, dich. Junge, Junge. Ah, die gönnen dir hier nix, die Leute. Die können legit nichts. Die Konkurrenz! Hier drüben ist ein Burgerladen. Der Burgerladen ist keine Konkurrenz für den Supermarkt. Doch, natürlich. Kann ich mir das vielleicht auch besser anschauen? Ja. Der Reis ist was. Übermorgen habe ich Schule. Mo Ich hasse morgen den Tag. Ja. Ich habe morgen 6 Stunden lang dieselbe Lehrerin.
in Berufsorientierung. Ich verstehe dein Problem nicht. Wer gönnt sich 6 Stunden lang fucking Berufsorientierung? Ich verstehe dein Problem nicht. Das ist krank, dass du mein Problem nicht verstehst. Ja, das. Chill mal, das war ein Spaß. Ich weiß, aber. Bei dir weiß muss man immer nicht so. Bei ne? dir weiß man nicht so. Bei dir könnte man auch meinen, du arbeitest schwarz bei deinen Eltern. Mache ich auch. Okay, wer arbeitet eigentlich nicht schwarz bei seinen Eltern? Bei seinen Eltern, Digga, da arbeitet niemand mit Vertrag. Ich kenne aber auch keinen. Da macht man legit mal am Wochenende so kleine Arbeit und kriegt dafür einen 20 oder so untergesteckt. Ja. Mal kurz vorzeitiges Taschengeld oder Gehalt. Nee, Taschengeld. Taschengeld, ja. Hä, hey, was denn sonst? Nee, das ist, weißt du, was das ist? Das ist das Geld für Wochenende. Ja. Man will ja mit seinen Freunden doch ins Kino. Dafür war das Geld. Ja. Die Kinokarten hat man natürlich noch. Nur leider wurde halt nichts aus dem Kinobesuch. Ja, aber das zufällig Geld ausgefallen. Durfte man so wegen Geste und so. Ja. Man sagt ja nicht, gib mal Geld wieder. Freudige Eltern, wer das macht. Sekunde. Oh, das ist der letzte. Das war's. Das war jetzt der erste Tag. Oh mein Gott, meine Finger. Ja. Guck mal, jetzt haben wir hier 2 Franchise-Punkte. Mit denen können wir jetzt leveln, wie wir wollen. Entweder wir gehen hier Milchprodukte und Limonade, weil dann wird nur noch einer fehlen für einen Mitarbeiter. Oh, was? Mitarbeiter? Ja, hier oben, guck. Tatsächlich. Also ich gehe sowieso, also ich würde tatsächlich für Milchprodukte gehen, weil die einfach sowieso gedings, also ein bisschen. Ja, wie soll ich das jetzt sagen? Du checkst, was ich meine, ne? Ja, ich check's. Also Milchprodukte und Tee ist halt nochmal ein großer Unterschied. Check. For real. Oh mein Gott, ey. Fresse nervt ein bisschen. Limonade. Kauf mal alles und ich räume ein, ne? Ja, hab grad. Wir brauchen aber jetzt. Regale, ne? Wir brauchen hier so einen krassen Gefrierschrank jetzt für die Milchprodukte. Guck mal hier. Der war teuer. Aber wir brauchen doch. Wie machen wir das jetzt? Weil wir brauchen auch ein Produktregal wahrscheinlich, oder? Ich glaube tatsächlich für die Milchprodukte nicht. Ich glaube, die sind einzig und allein. Ja, doch, die Milch. Aber das können wir dann ja hier drunter. Okay. Boah, guck mal, vielleicht musst du nur noch morgen den Day arbeiten. Und dann haben wir schon Mitarbeiter. Was ist das hier, was ich gerade in der Hand habe? Sehe ich nicht. Leg mal ab. Leg mal auf den Boden. Also F. Das ist Käse. Das kommt auch hier in den Gefrierschrank. Das siehst du auch okay. An dem Thermostat. Das steht für Gefrierschrank. Ah, okay. Die Box steht immer fürs Produktregal. Und dann gibt es noch eine Schneeflocke. Die steht dann fürs Tiefkühlregal. Ding, ja. Okay. Das kommt wieder hier. Okay. Ich check. Ja, das Game ist, wenn man drin ist, easy. Ich habe eine Frage. Ist das schlimm, wenn ich jetzt aus Versehen so ins andere Regal auch was reingemacht habe? Kann man es rausnehmen? Ja. Wieder rechtsklick. Oder linksklick. Keine Ahnung. Ja, rechtsklick. Es gibt hier sogar Tee. Ich schwöre dir, das ist kein Tee bei den Aufgüssen. Das ist einfach Hanf oder irgendwas. Das ist Koks.
Muss Milch? Nee, Milch kommt nicht in den Kühlschrank. Nee, Machen wir bei Mulch. uns halt immer, ich verstehe. Also, die kommt bei uns zu Hause immer in den Kühlschrank. Das macht auch Sinn. Ja. Aber warum steht Aber die hier im Restaurants Regal? nie, Restaurants in Ding, nie. In Supermärkten stehen die nie im Kühlschrank. Ich check's nicht. Egal, einfach nicht hinterfragen und leben lassen, sagt man doch immer. Na? Mach du mal Preise, ne? Ich bereite mich hier schon mal vor, hier meine Butterfly-Künste müssen auspacken. Die müssen schon mal trainiert werden. Ja, Mann. Erstmal Finger dehnen, okay, Spaß. Erstmal kurz und fies. Drag So. klicken, aber. Okay, Ich brauche mich. Also. Oh, fuck, und jetzt. Au, das aua, das tut weh. Was hast du gemacht? Ey, ich habe gar nichts gemacht, aber ich habe kurz so meine Hose so nach oben gezogen. Das tut jetzt richtig weh. So, guck mal, das ist jetzt das Diese. Endresultat, was wir so gemacht haben. -3600. Ja, weil wir ja 5000 hatten und jetzt viel, viel Produkte und so ausgegeben haben. Aber jetzt wird das über die laufenden Tage immer weniger. So, ihr Wichser. Kauft bei uns ein und werdet arm. Guten Morgen, ihr masturbierten Masturbator. Kaufen Sie ein in Glow-Ware. Du kannst hier draußen, by the way, den Shopnamen sehen. In Glow-Ware. Ey, haben wir schon Kunden? Ich weiß es Ja, nicht. wir haben zwei. Halt die Flasche, dass du keine Soda-Flaschen findest. Die sind teuer. Sag mal Bescheid, wenn hier jemand an der Kasse steht. Ja, es steht einer an der Kasse. Das hast du ja echt früh gesagt. Der stand direkt an der Kasse. Direkt, wo du es gesagt hast, habe ich. Digga, der gibt mir einen Fuffi, der Die Hurensohn. Junge. geben gefühlt alle nur Fuffis, die gönnen nicht. Ja, danke hier mit Karten zahlen, das finde ich doch gut. Ja, das Witzige ist, ich habe einfach Geld für das Game ausgegeben. Für ein Das ist halt. kostenloses Game, nur um zu tanzen. Und um Ey, ernsthaft? irgendwie. Bringt es dir nichts? Doch, Du hast ich bin. 5 Euro für Nico? Doch, für ein Oder. paar Emotes, Minigames, die mir nochmal extra Geld bringen und so. Aber prinzipiell ja. Für Outfits, einen coolen Raum, wo man browsen kann und alles, ja. 5 Euro. Wow. Aber Amin, guck dir mal die Emotes an. Kann ich gerade nicht, ich benutze das Stress. Warte. Egal, bist du? Wer bist du? Oh yeah, oh yeah. Du hast ja voll den anstrengenden Job, ne? Ja. Ich warte nur darauf, dass Leute klauen. Ich merk's. Aber ich glaube, da müsst ihr die Schwierigkeit hochstellen. Nee, weil du halt mit der Kasse hinterherkommst. Deswegen klauen die nicht. Die klauen nur, wenn man mit der Kasse nicht hinterherkommt. Ja, aber ich krass bin. Ja, du bist Maschine. Als ich mit dem anderen das Game gezockt habe, wir haben direkt Minus wegen Räuber gemacht. Aber du bist einfach Maschine. Kein Ich Minus. spiele mit einer Hand. Weil Das man ist braucht ja nur eine Disrespect. Hand hier. Das ist. Das ist sorry. Jetzt auch. Digga, die eine andere Hand habe ich gerade auf meinem Bein. Ich dachte an deinen Penis. Na. Übrigens, hier hinten im Hinterhof sind Katzen. Und die eine sieht aus wie die von Buki. Oh mein Gott, ich dachte. Oh,
Ich dachte, die würden zusammengehören und deswegen dachte ich, boah, kurz Feierabend, aber nein. Feierabend? Bitte, 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 bitte. Niemand kommt jetzt hier, du Hurensohn. Also Feierabend ist erst um 22:30 Uhr. Ja, ich weiß, aber ich meine mit Feierabend. Ich meinte mit Feierabend, dass ich so kurz, so ganz kurz so eine Sekunde frei habe. Nice. War eine nice Sekunde, oder? Nee, hat nicht existiert. Ich habe kurz mal Nikita ein Bild von der Katze geschickt. Achso, ja, und ich acker hier. Hallo, ich acker hier auch. Ich stehe Ja, hier du vorne stehst. beim Eingang und ich achte hier vor. Die beschweren sich. Jeder, der sich beschwert, kriegt jetzt einen mit dem Besen. Ja, besser, dass ihr euch nicht beschwert. Digga, ich geb gleich ein Coffee einfach dazu, Junge, juckt mich dann nicht. Wir machen dann Fett Minus, ne? Ja. Füllen ist wichtig, sonst gibt's Ja, das Minus. machst du auch gerade. Ja. Okay. Ich vertraue dir da mal. Ja, ich muss jetzt nämlich schon wieder neue Produkte ordern, weil wir nichts mehr haben. Da Hatte ist 6 er. mit 0 verwechselt. Boah, soll ich dir was sagen? Dieses Game hat mir einfach eine Erleuchtung gegeben. Naja, leuchten wir mal. In dem Game musst du auch den Laden sauber machen mit den Besen. Und da habe ich mir gedacht, Alter, in dem Naja. Game macht das Bock, sauber zu machen. Ich habe legit einen Tag, nachdem ich das Game aktiv gezockt habe, mein Zimmer aufgeräumt. Mit der Begründung, im Game hat es auch Spaß gemacht. Genau. Ich mach keinen Joke. Das Mein ist klar. Zimmer ist seit langer Zeit mal wieder aufgeräumt. Das ist krass, Digga. Also es war jetzt auch nicht so viel wie eine Messi-Bude oder so, aber es stand hier in Chipspackungen und alles so rum, die leer waren. Auch noch Red Bull vom Vorurlaub. Auch noch ein Klopfer, den ich weggesuffen habe. Alles, Alter. Ich hab das Bier auch. Das, also mein Zimmer ist außer Rand und Band gewesen. Und jetzt bin ich wieder in der Schule und lasse hier wieder alles verkommen. Steht schon wieder ein Teller mit Kuchenkrümel, weil heute gab's lecker Käsekuchen. Lecker Käsekuchen. Oh ja, yeah. Wir haben sogar noch. Wir haben sogar noch. Meine Ich weiß Mutti nicht, ob ich meinte. dir selbst geschickt habe, aus dem Urlaub, so von wegen, wir essen, gehen jetzt essen, Nee, Restaurant, hast habe du ich. mir nie. Hast du mir nie. Auf jeden Fall, also wir sind so dreimal essen gegangen. Da Ja. haben wir, habe ich so Schnitzel gegessen. Boah, Zweimal. Schnitzel immer Nee, dreimal. wichtig. Schnitzel wirklich immer wichtig, also alle dreimal Schnitzel. Bei mir auch. Und dann gab es als Nachtisch so. So, Lavakuchen und so, you know, mit bisschen. Boah, das war so geil. Der war wirklich so lecker. Oh. Ich war in der Nordsee, okay? Da waren wir an Ich hab so die einem. geschickt, die war neidisch. Ja, Reba. Da waren wir in so einem luxuriösen Restaurant am Strand. Und da habe ich mir auch wieder Schnitzel mit Pommes geholt. Erstmal, die hatten kein richtiges Wiener Schnitzel. Auch nicht Wiener Art. Sondern nur Hatten die bei so. uns auch? Nur Scheiße hatten
Nee. Muss ich extra sagen, yo, ich will Schnitzel Wiener Art. Na, habe ich das bekommen. Ja. Das war mini. Das war wirklich so ein kleines Furzding. Mit Pommes. Die waren so ekelhaft. Und rate mal, was der Spaß gekostet hat. 19 Euro. 15 Euro. Digga. Also. Das Ding ist, bei mir gab es nicht mal ein Schnitzel wie eine Art. Bei mir gab es ein iberisches Schnitzel. War auch sehr lecker tatsächlich. Also das war, boah. Aber das Wiener Schnitzel übertrifft es noch lange nicht. Dann waren wir in so einem Restaurant noch. Das sah wirklich runtergekommen aus. Mega. Würdest du eigentlich nicht reingehen als Touri. Aber wir haben da gesehen, wie Locals reingegangen sind. Wenn du siehst, dass da Locals reingehen, muss es Meta sein. Wir sind reingegangen. Das Schnitzel. Riesig. Das war ein großer Teller. Halbes Schnitzel hat das eingenommen. Das war geil. Ja. Pommes, schön braun, knusprig, geil. Das Schnitzel, perfekt. Und da siehst du wieder, reich ist nicht geil. Also reich muss nicht immer geil sein. Ja. Das Ding ist, so das letzte Schnitzel, gestern hatte ich halt nochmal ein Schnitzel gegessen, das war ein Classic-Schnitzel, heißt es, den ich glaube es nicht bin, zumindest sah es nicht so aus. Ja. Das war richtig, also das war zu weit gegart, zu weit, viel zu weit. Mhm. Dann war das auch noch, ich muss hier weiter das arbeiten, da war es noch C, das war auch, boah, nee, gar nicht, okay. Muss nicht. Nee. War halt C und dann, ich glaube, das war's. Achso, ja. Und es war null gewürzt. Es gab keine Soße dazu. Es gab halt auch auf dem Tisch gab's kein Salz, Pfeffer. Gab's keine Gewürze. Gab's nicht. Gab's nicht? Gab's nicht. Digga, was ein Ranzladen. Das ist halt ein anderes Restaurant gewesen, wo wir dann waren. Aber Digga, das war so scheiße. Ja. Deswegen, also am Ende haben sie trotzdem Trinkgeld bekommen, weil sie nett waren, aber das, Digga, das war unerhört, was die da. Digga, Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Aber ganz ehrlich, nichts übertrifft so eine Bar oder ein Pub bei selber irgendwo in der Nähe. Bei mir ist es im Dorf. Also wirklich. Die wissen legit inzwischen, wenn ich da hingehe, immer dasselbe. Ich nehme zum Essen eine Sprite, eine große mit Schnitzel, Wiener Art und Pommes. Zum Essen das Fleisch? Ja. Zum Essen? Und, ja, zum Essen. Du isst das Sprite? Nein, also zum Essen dazu. Achso, okay. Ja gut, und, das ist dann... Danach nehme ich ein Erdbeereis mit Streuseln und Sahne und eine Waffel und dazu... gibt's einen Kruschkowatsch. Das ist ein... Okay. Oh mein Gott, ich bin fertig. Ein alkoholisches Getränk, das schmeckt wie Hubba Bubba. Mega. Und wir wurden mal wieder nicht ausgeraubt. Und jetzt haben wir den Plus gemacht. Riechst es schon? Riechst du schon das Plus? Ich rieche es so ganz leicht. Oh, ich habe mir eben geschrieben, hi, wie alt auf Snap. Let's go gambling! Oh, dang it!